Freunde, es ist viel zu spannend. Ich habe jetzt 3 Tage lang Pisch da einfach geprankt und habe so getan, als wäre ich Mira und bin sozusagen Admin gewesen für einen kurzen Augenblick. Und Freunde, ich kann euch gar nicht sagen, was alles passiert ist. Ich wurde fast von Pisch da erwischt. Also es gab schon sehr, sehr viele Momente und am Ende kam einfach Mira und hat uns ein bisschen bestraft dafür. Ich würde mich super duper freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst, weil 3 Tage aufzunehmen, das Ganze zu schneiden, die ganzen Pranks zu planen, ihr werdet das alle sehen, deswegen, es würde mich super freuen, wenn ihr bis zum Ende schaut, ein Like da lasst, weil es sind so viele coole Dinge passiert und hier in meinem Video seht ihr ja sozusagen die hinter den Kulissen Sachen, was ich alles gemacht habe, was Pisch da gar nicht mitbekommen hat. Viel Spaß! Was geht, Freunde? Euer Lieblingshuhn Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und ich glaube, ich habe ein Pre-Intro gemacht zu dem, was heute passieren soll, weil zum aktuellen Zeitpunkt hat mir Pisch da bloß geschrieben, dass ich online kommen soll. Er will mit mir quatschen, weil ich der einzige Höllenkrieger bin, mit dem er irgendwie halt cool ist und die anderen sind so böse zu ihm. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber ich nehme das jetzt einfach mal mit auf. Sollte ich das hochladen, dann ist auf jeden Fall etwas komplett Spannendes wohl passiert oder was auch immer. Ich weiß es, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber wenn ihr das hier seht, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen und es lohnt sich, bis zum Ende zu schauen. Pisch da, hab gesagt, ich soll online kommen. Ich habe ihm gesagt, er soll hier zu der Insel kommen, also zu meiner mittlerweile Chicken-Insel. Die Palmen muss ich hier zwar noch bauen, aber ich bin jetzt mal gleich gespannt, was Pisch da denn von mir möchte. Ich warte hier einfach mal. Beziehungsweise könnte ich eigentlich die Kisten hier nach hinten mittlerweile rüberbringen, also in mein Haus. Aber ich glaube, das ist ein Thema für jemand anders. Ich warte jetzt einfach original hier auf Pisch da und zeige euch gleich, was er dann von mir will. Ist er das? Oh! Hallöchen, Kiro! Boah, was denn? Warum hast du so viele Hühner bei dir? Hey, lass meine Familie in Ruhe! Chicken Wing, Entschuldigung. Dich. Du wolltest mit mir quatschen. Was ist los? Hör mir mal ganz, ganz, ganz genau zu. Ja. Im letzten Unheil. Ja. Habt ihr erfahren, dass Mira ein Haus hat? Das ist korrekt. Sie hat ein Haus, sieht auch ganz hübsch aus. Sie hat. Wirklich? Vielleicht ist es generiert worden, vielleicht hat sie selber gebaut. Keiner weiß, aber es ist hübsch. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß ja nicht, wo es ist, weil ich war im letzten Unheil ja nicht da, ne? Ja. Und ich möchte halt gerne wissen, wo das ist, weil ich möchte gerne auch die Leuten zeigen, also meine Community möchte gerne zeigen, wo das ist. Freunde, so, und ich will auch mal kurz besuchen gehen und einfach mal schauen. Ich glaube, ich kann Pisch da mega pranken. Ja, das, da gebe ich dir recht, das steckt in den Schuhen oder so, wie man da sagt. Ja, und ich kann den anderen Leuten auch nicht Bescheid sagen, weil ich habe am besten mit dir Kontakt, mit dir verstehe ich dich am besten. Deswegen wollte ich einfach nur fragen, kannst du mir sagen, wo die Koordinaten sind? Was ist hier mit deinen Schattenkriegern, Ex-Schattenkrieger-Typen da, Alter? Wieso kannst du denen nicht vertrauen, Alter? Weil die nie online sind, die sind nie online. Guck mal, ich bin der Einzige, der gerade online ist. Ja, okay, Steinchen, Stays TV. Ja, das sind alles Leute, mit denen nicht gut Kirschen essen ist, mit dir zusammen. Ja, siehst du das? Ja, okay. Ja, warum lachst du da? Deswegen, guck mal, sag mir bitte, wo die Koordinaten sind, bitte. Ja, Bro, ich muss die selber nochmal kurz heraussuchen, aber mach dir gar keinen Stress. Bleib einfach hier oder auch nicht. Und wir treffen uns hier gleich einfach in 5 Minuten nochmal, dann habe ich die Koordinate für dich, okay? Alles klar, dann warte ich. Danke schon mal besser. Machen wir so. Kein Stress, Alter. Okay, dann finde ich mal kurz die Koordinate raus. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh mein Gott, Freunde, mir ist gerade so eine gute Idee gekommen. Checkt ihr gerade, was das für eine Steilvorlage eigentlich ist für einen extrem guten Prank? Weil, wenn ihr das mitbekommen habt, bei den anderen ist irgendwas mit Drachen und irgendwas mit Sonne, aber die haben so mysteriöse Rätselbücher bekommen. Wenn ihr versteht, was ich meine, falls nicht, dann gucken wir bei den anderen. Ich habe die Videos selber nicht gesehen, also ich check selber nicht, um was es geht. Aber was ich mitbekommen habe, dass es um Bücher geht, dass die irgendwelche Bücher bekommen haben von Mira oder auch nicht oder keine Ahnung, von irgendwem sind auf jeden Fall die Bücher. Und ich glaube, ich habe noch genug Sachen dabei, damit ich Pisch da einfach richtig, richtig hart pranken kann. Er ist jetzt, glaube ich, auch abgehauen. Dann ist er. Ja, hast du es gefunden? Noch nicht. Muss mal hier in der Kiste nachschauen. Okay. Alles gut. Äh,
Musst du da hinfliegen oder weißt du deine Koordinaten nicht oder wie ist ich, das ich jetzt? Ich muss halt schauen, ich guck jetzt mal kurz. Okay, ich gehe jetzt einfach, weil ich habe die Koordinate tatsächlich nicht. Ich gehe jetzt einfach ganz schnell zu Miras Haus und werde da einfach ein Buch vorbereiten und schreibe da irgend so ein Zeug hin, dass Mira ihn unbedingt braucht als Held und was weiß ich. Ich werde Pischter so richtig pranken und er wird halt denken, dass es auch echt ist, weil so viele von den anderen Leuten es einfach irgendwas gibt, die ja, sage ich mal, gerade so im Rätselstil sind. Wo tue ich das dann am besten hin? Und man, das ist hier sehr, sehr dunkel. Ich glaube, ich tue das hier unten hin, da wo Siu in dieser Kiste das gefunden hat. Moment, da mache ich nämlich die Kiste einfach weg und pack hier den Lesetisch hin. Ich glaube, das sollte funktionieren. Warte mal, jetzt muss ich das ja hier noch craften. Tintenfass, Feder. So, jetzt habe ich ein Buch mit Feder, sehr, sehr gut. Und das sollte, glaube ich, funktionieren. Kann man das lesen? Okay, sehr gut, sehr gut. Freunde, ich verfasse mal ganz kurz einen Text und bin dann gleich wieder da für euch. Freunde, ich muss jetzt schon lachen, aber ey, ich habe einen vierseitigen Text vorbereitet. Pass auf, an Pischter, der Verlorene. Wie du sicherlich mitbekommen hast, kannst du dich nicht auf die meisten auf der Insel verlassen. Daher habe ich ein Angebot für dich, was dein Zustand verbessern sollte. Du wirst von mir gebraucht für etwas Mächtigen. Von etwas, wovon du nachts träumen kannst. Allerdings kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alles genauestens im Detail erzählen. Viele versteckte Hinweise musst du finden. Sieh dich zunächst in meinem Haus um. Vielleicht entdeckst du ein paar Dinge, die nicht sofort ins Auge passen. Aber verrate niemanden anderen von diesem Buch oder weitere, die ich dir hier niederschreiben werde. Sonst bricht unser Vertrag. Ich brauche dich. Bis bald, Mira. Und jetzt platziere ich dieses Buch hier. Ich schreibe mir ganz kurz die Koordinate raus. Oh, ich sehe gerade, Pischter hat sogar schon geschrieben, komme gleich wieder. So, ich habe die Koordinate mir mal ganz kurz rausgeschrieben. Das sollte alles soweit passen. Und jetzt fliege ich ganz schnell wieder zu meiner Insel zurück, bevor Pischter irgendwie ungeduldig wird und nichts checkt oder so. Und ich meine, dass er was checkt, dass irgendwas nicht so wirklich richtig abläuft. Du meintest 5 Minuten und ich bin hier seit 20 Minuten. Das ist eine Lüge. Er übertreibt komplett. Das hat doch keine 20 Minuten jetzt gebraucht, meine Freunde. So, ich bin jetzt aber gleich hier wieder bei meiner Insel. Hier nämlich über Unheil 5. Unheil 5 ist übrigens auch sehr, sehr hübsch. So, Moment. Bin ich da? Mann! Gott, wie lange war das jetzt? Nein, Bro, guck mal, mein Fehler. Ich habe mich so krass verflogen. Ich habe es gerade selber nicht mehr gefunden. Deswegen, ich musste gerade übelst lang suchen. Ich war in der Wüste, da bin ich gestrandet. Da musste ich Kaktussaft trinken. Dann habe ich plötzlich Halluzinationen gehabt. Kaktussaft trinken? Egal. Wo ist denn das jetzt? Ich schreibe dir im Vertrauen jetzt die Koordinate, nicht, dass dich irgendjemand verfolgt. Das sind die Koordinaten. Okay. Ich muss jetzt aber allerdings noch ins End und ein bisschen farmen also, und so. Welche Richtung muss ich fliegen? Jetzt diese Richtung ungefähr? Ja, hier so in diese Richtung hinter Unheil 5 eigentlich. Okay. Dann das sollte funktionieren. Alles ja. Klar, danke schön. Dann vielen lieben Dank, Kiro. Ich habe noch zu tun, ja, gar kein Stress, Digi. Kein Problem. Warte kurz, ich habe was für dich. Was? Hey! Baby Josef! Sipi! Also, da bis gleich. Also. Ja, wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Okay, Freunde, ich fliege ihm jetzt einfach hinterher. Ich muss auf Abstand bleiben. Ich weiß nicht, ob er so gut fliegen kann mit Koordinaten. Nicht, dass ich jetzt zu schnell bin. Immer, da fliegt er. Sehr gut. Ich bleibe ein bisschen unten, dass er mich nicht direkt sieht. Okay, er fliegt. Sehr gut, Freunde. Okay, das ist jetzt ultra spannend, aber ich will halt wissen, ob er das checkt. Ey, Freunde, es gab lange nicht mehr so eine lustige Aktion. Moment, er sollte es, glaube ich, safe jetzt hier sehen. Ist er da? Ist er. Okay. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Warte. Oh
mein Gott, ja auch die Kirschblüten. Ja, da merkt man, dass Mira eine Frau ist. Okay, Moment, ich muss das Shade ausmachen, ich sehe nichts. Das sieht voll schön aus. Von außen, auch mit, boah, mit blauen Gläsern. Was sind das für Blöcke? Warte, ich mach mal kurz. Hellgraue glasierte Keramik. Oha, Keramik. Die hat auch Geschmack, hat sie. Die hat auch Geschmack. Also, geh weg. Hier geht man rein. Hier. Oh, sieht voll schön aus. Sie hat Geschmack, Leute, sie hat Geschmack. Da geht's runter. Leute, geht's runter. Aber erstmal hier nachschauen. Bestand den Geheimgang gefunden. Okay, das ist gut. Freunde, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Die schönen Stühle. Ich kann gerade nicht so sprechen. Ich bin gerade so. Ich will einfach nicht, dass es verpasst. Er geht runter. Oh mein Gott. Was mache ich hier gerade? Was ist das? Ich glaube, er hat's entdeckt. Mira, bist du da? Komm, ich am besten hier hoch. Der Verlorene. Wie du sicherlich mitbekommen hast, kannst du dich nicht auf den meisten auf der Insel verlassen. Ich bleib jetzt einfach hier. Da hat er recht, oh mein Gott. Ich bleib einfach jetzt hier, Freunde. Alle Leute mich ja verlassen haben. Aber Moment, wegen dem Rätsel muss ich noch irgendwas machen. Daher habe ich ein Angebot für dich, was deinen Zustand verbessern sollte. Kann ich nicht. Oh mein Gott, ich krieg ein OP-Item. Oh mein Gott. Okay, ich teufel die Karotten hier rein. Nächste Seite. Er wird denken, das ist das, was hier komisch ist. Also werde ich der neue Admin für etwas Mächtigen. Von etwas, wovon du nachts träumen kannst. Oh mein Gott. Allerdings kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alles genau im Detail erzählen. Viele versteckte Hinweise musst du finden. Okay. Sieh dich zunächst in meinem Haus um. Vielleicht entdeckst du ein paar Dinge, die nicht sofort ins Auge passen. Aber verrate niemanden anderen von diesem Buch oder die ich niederschreiben werde. Sonst bricht unser Vertrag. Ich darf das nicht machen. Okay, er schluckt es, Freunde. Bis bald. Okay, ich sollte gehen. Ich nehme das Buch mit. Ein Pächter, der Verlorene. Okay, ich soll mich am Haus umsehen. Ich bleib hier. Oh mein Gott, ich soll mich am Haus umsehen. Warte, ich schreib hier noch Pisch dahin. Was gibt's hier Besonderes? Was er denkt, das geht, der dreht sowas von durch jetzt gleich. Was? Okay, hier sind Banner. Okay, hier sind überall Banner, ja? Hier. Er darf bloß nicht rausgehen. Stühle. Ich soll mich am Haus umsehen. Meinte Mira. Okay, hier ist eine Laterne. Hier sind. Hier ist auch ein Ofen, was an ist. Ich soll mich am Haus umsehen. Gibt's ja nichts Besonderes, außer hier. Warte, hat er das Schild gesehen? Ich glaube, er hat das Schild gesehen. Moment. Okay. Darf mich bloß nicht sehen. Wie viele freie Räume gibt's hier noch? Warte mal, ich muss irgendwie hochkommen. Ich höre ihn nämlich nicht mehr. Ich bin echt, keine Ahnung. Irgendwie ist das alles hier komisch, ich krieg voll die Gänsehaut. Ich flieg mich hier mal am Haus. Er fliegt hier rum. Also, keine Ahnung, beide Ofen sind an, okay, aber der andere ist wieder beim Ofen. Hier sind einfach Karotten drinne. Ja. Warte, was will Mira damit sagen? Karotten, was kann man mit Karotten machen? Man kann es zu goldenen Karotten machen. Ja. Oder ein Gemüsebeet. Warte, Mira Karotten? Warte, ich muss mal ein Gemüsebeet machen. Mist, ich muss, glaube ich, mal ein Gemüsebeet für sie machen. Okay, er macht jetzt das Gemüsebeet einfach hier. Bro, er dreht ja komplett durch. Er will einfach das Gemüsebeet hier machen. Ist das geil. Warte mal, komme ich hier irgendwie hoch? Ey, Freunde, ich hätte nicht gedacht, dass das so easy funktioniert. Okay, da unten ist er. Ich glaube, ich habe eine gute Sicht. Ich höre ihn zwar jetzt nicht mehr, was er sagt, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich will wissen, ob er wirklich das Gemüsebeet jetzt hier gleich macht. Hä, er macht das ohne Wasser? Ist er dumm? Meint ihr, ich komme da irgendwie auf den Baum, ohne dass er mich sieht? Moment, ich versuch's. Ich habe kein Wasser. Irgendwas habe ich da gehört. Okay. Oben. Du bist das gewesen, du Dreckskuh. Mein Gott, ich habe mich voll erschrocken. Warte, ich werfe die Wassereimer einfach runter. Die Kuh macht Müh. Dass er denkt, dass es von Mira ist. Zack. Gemüsebeet gemacht, okay? Sieht er den Wassereimer? Ich habe noch Wasser. Okay, ich habe noch hier eine Ender-Chest, das ist gut. Hier? Nein. Sieh den Wassereimer da unten. Nein, hier ist kein Wasser. Sieh den Wassereimer da unten. Papier. Bist da bitte. Nein, auch nichts. Auch nichts, ich brauche Wasser. Wassereimer. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich Wasser brauche. Auch nichts. Mann, ich brauche Wasser. I need water. Auch nichts. Hä? Hast du mich gesehen? Kiro? Nein!
was machst du hier? Ich bin Spira. Nee, was machst du hier, Bro? Ich hab nur gehört, du willst hier irgendwas anpflanzen, du brauchst Wasser, deswegen habe ich dir jetzt mal das Wasser kurz gegeben, aber ich wollte dir kurz alles aushelfen. Alles gut, ey, Bro. Nein, alles gut, ich mache hier nichts. Ich wollte hier einfach nur ein bisschen Karotten pflanzen. Weißt du, verstehst du, wie ich das meine? Und wieso hier? Karotten pflanzen? Weil... Naja, ich fand's hier schön. Wirklich, das ist hier voll schön. Ja, also Tatsache, Mira, aber meinst du, Mira erlaubt das, was du hier tust? Ich... Hoffentlich, ne? Ich hoffe es einfach, wirklich. Keiner mein Messer, weiß. Ich hoffe es einfach. Keiner weiß. Warum lachst du? Ich habe an einen Witz gedacht. Erzähl mir den Witz, bitte erzähl mir den Witz. Also, da gab es so eine Flunder. Weißt Aha. du, was eine Flunder ist? Ja. So ein Fisch, es ne? Das ist ein Fisch. Genau. Und diese Flunder, die sind ja immer so flach, ne? Flach, oh nein, nicht flach wie eine Funder. Und was mögen Flundern am meisten für Witzarten? Flachwitze. Verstehst du? Bro, keine Ahnung, was habe ich gerade gelabert, Mann. Okay, ja, alles gut. Ich muss halt mal ein bisschen daran denken. Und du ziehst jetzt hierher, oder was? Nein, ich wollte nur einfach ein Gemüsebeet machen, weißt du? Einfach nur ein Gemüsebeet, weil, guck mal... Warum lachst du? Ist das so schlimm, ein Gemüsebeet zu machen? Nein, der Flunderwitz, der bleibt in meinem Kopf. Alles klar, hä? Oh mein Gott. Hä? Was ist los? Ansonsten, okay, alles gut. Ja. Hast du warst ja im Haus, ne? Hast du irgendwas? Ich hab bloß die Koordinate geholt. Also, ich war nicht im Haus. Okay. Alles klar, okay, Kiro. Aber hast du irgendwas Spannendes gefunden oder so? Nein, hab ich nicht. Ich hab nur ein bisschen Leute das Haus gezeigt und ja. Ja, ich hab ja gesagt, das ist ein hübsches Haus, oder? Ich hab nicht gelogen. Finde ich auch. Ja, dann lass mal zurückgehen, und, okay? Sio dann lass mal wieder zurück. Sio hat so einen Geheimkeller gefunden, hast du den schon gesehen? Ja, hab ich, da ist nichts. Ja, ich weiß, aber also du hast ihn schon gesehen, also du hast ihn entdeckt da hinten, ja? Ja, alles gut, du. Ja, okay. Komm, alles gut. Da ist nichts. Wirklich, da ist nichts Besonderes. Da ist also Mira hat echt Stil, Mann. Diese Inneneinrichtung, das ist echt schön. Bro, alles was gut. Komm doch einfach mit. Was hast du zu verbergen, Bro? Nichts, ich hab nichts zu verbergen. Hier ist einfach unten nichts, Bro. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Lass uns einfach wieder zurück auf der YouTuber-Insel. Okay, ja, ich lass glaub, uns einfach wieder zurück auf der YouTuber-Insel. Du bist erstmal mit deinem Beet noch beschäftigt oder so, keine Ahnung. Ey, ich bin fertig, glaube ich. Fertig mit was? Hiro, guck mal nach hinten. Was ist da? Was machst du? Nächstes, alles gut. Okay, ja, viel Spaß mit deinem Beet oder so. Tschüss. Okay, Freunde, ich lasse die tatsächlich jetzt in Ruhe. Er glaubt halt wirklich, dass er eine Aufgabe von Mira bekommen hat. Ein Gemüsebeet zu pflanzen. Hey, wirklich. Ich kann das nicht mehr. Oh mein Gott, Freunde, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich ins nächste Buch schreiben soll oder so, weil ich treibe das jetzt komplett bis zum Maximalen. Ich kann das nicht mehr. Oh mein Gott, ey, wirklich. Ich glaube, so viel Spaß hatte ich in letzter Zeit auf der YouTuber-Insel nicht wie jetzt gerade mit diesem Prank. Retalk, es existiert gerade so viel Streit und Trubel und Böse und Gut und dies und das. Das nur noch Streit und Stress und alles drum und dran. Das macht gerade aktuell gar nicht mal so viel Spaß. Also ich habe natürlich sehr viel Spaß daran, die anderen Leute so bisschen zu kontrollieren, weil mein Item hier sondert sehr viel Macht aus. Aber darum soll es nicht gehen. Es macht trotzdem nicht so viel Spaß, immer nur Stress zu haben, ne? Ihr versteht das auch. Auch wenn es lustig ist, mit den anderen immer zu kämpfen und so, ne? Ich muss ja immer lachen, deswegen. Aber das hier ist gerade ausnahmslos in den letzten Tagen das beste Highlight gewesen auf der Insel überhaupt. So,
So, Freunde, wir haben den nächsten Tag von dem Prank und es hat sich ja einiges auf jeden Fall getan. Mein Haus ist ja jetzt auch hier fertig oder halt noch nicht komplett fertig, aber meine Insel sieht doch ganz, ganz hübsch aus und ich habe ein Buch vorbereitet, wo ich wieder was reingeschrieben habe für die Dramatik. Habe ich extra wieder in eine Kiste gepackt. So, guckt euch das nämlich an. Es geht los. Hallo Pishta, der Wanderer. Mittlerweile bist du nicht mehr so verloren, wie du dachtest. Deine Interpretation für das Gemüsebeet war einfallsreich und genau das, was ich wollte. Nun ist dir sicherlich die rote Markierung aufgefallen. Da soll ein schönes Kirschblütenhaus hin. Eins, welches mir mein Augenmerk schmeichelt. Du brauchst die Blöcke nicht zu besorgen. Dafür habe ich eine Koordinate vorbereitet. Dann die Koordinate. Dort findest du alles, was du benötigst. Auf bald, Mira. Ich hoffe, dass das mit diesem Augenmerk schmeichelt nicht so sehr in eine persönliche Schiene geht, weil Mira hat ja sozusagen keine Gefühle oder hat keine Feelings. Und deshalb, ja, hoffe ich, dass da Pishta nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ungemütlich wird oder sich denkt, was geht jetzt ab. Ich tue es auf jeden Fall wieder in den Keller rein, wie ihr das gesehen habt. Das ist, glaube ich, einer der größten XXL-Prank-Folgen, die ich je gemacht habe. Aber ich kann es einfach jetzt gerade noch nicht auflösen am nächsten Tag. Das geht einfach noch nicht. Hier sind wir auch schon bei Miras Haus. Und was ich mit roten Markierungen gemeint habe, ist genau das hier. Neben dem Gemüsebeet ungefähr soll er nämlich so ein ganz hübsches kleines Häuschen hinbauen. Ich denke mal, das passt ja auch, wenn ich das auch hier richtig outlined habe. Ich habe es nicht symmetrisch gemacht. Egal, das ist Pishtas Problem, nicht meins. Ich platziere jetzt das Buch und zeige euch gleich noch, was ich mit der Koordinate meine, was man da sozusagen finden kann. Erstmal muss ich da runter und das Buch einmal platzieren und ich werde natürlich auch wieder Pishta verfolgen, wenn er online ist und alles drum und dran. Also beziehungsweise ich werde halt hier bei Miras Haus warten und hoffen, dass er nicht so lange braucht zum Online-Kommen. Sonst verschwende ich einfach nur unnötig Zeit, aber es soll doch eigentlich nur ein Prank werden. So. Was ich mit der Koordinate meine, ist, wenn man hier nach drüben fliegt, fällt einem schon auf. Was ist denn hier? Also das heißt, eigentlich kann man das auch so schon erkennen. Und wenn man dann hier so nach unten schwimmt, wenn ich das hier hinbekommen würde. Jetzt ist es ganz, ganz dunkel. Es ist immer noch dunkel. Ich habe auch vergessen, da unten Licht dahin zu machen, weil ich habe das ohne Shader gemacht. Aber wenn ich jetzt ohne Shader das mache und hier einfach, ja, mein Fullbright anmache, dann sehe ich natürlich auch was. Das habe ich total vergessen. Moment. Hier ist nämlich eine Kiste und da ist halt so Kirschblütenzeug drin. Dieses Glas zu besorgen, einen kompletten Stack, das hat mich fast wahnsinnig gemacht, okay? Ja, guck mal, Kohle, Stöcke habe ich ja. Genau. So, dann mache ich das nämlich hier kurz mit Fackeln noch hin. Sonst sieht man hier halt wirklich gar nichts. So, schaut euch das hier an. Das sieht doch sehr gemütlich aus. Hier unterhalb vom Bedrock schon gefühlt. Wunderbar. Perfekt. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe jetzt zu Miras Haus und, okay, Creeper, und werde jetzt dann gleich sozusagen einen Cut machen, wenn Pishta da ist, damit ich ihn wieder verfolgen kann. Und in der Zwischenzeit überlege ich mir sogar vielleicht schon, was dann für den nächsten Tag sein soll an Prank. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Na egal, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Freunde, ich verstecke mich hier jetzt schon seit 10 Minuten oder so. Und langsam wird es echt langweilig. Pishta ist da unten. Ich war es vorhin nicht, Leute. Ich schwöre es. Den Namen habe ich schon. Ich habe nicht meinen Namen reingeschrieben. Habe ich schon davor hingemacht. Egal jetzt. Bei Tag 1. Leute, ich war hier an den Öfen. Hier links war Karotten. Und irgendwie dachte ich jetzt, dass ich irgendwas mit den Karotten machen musste. Und deswegen habe ich auch ein kleines Gemüsebeet gemacht. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich höre ihn jetzt gerade auch nicht. Moment, ich muss meine Rüstung, glaube ich, ausziehen. So. Ich glaube, jetzt dürfte er mich nicht sehen. Ich habe ja auch ein Buch bekommen. Ein Buch von Mira, Leute. Und in dem Buch, ich kann es euch ja das gleich zeigen. Das darf ich gar nicht zeigen. Hand hier. Im Buch steht, an Pishta der Verlorene. Wie du sicherlich mitbekommen hast, kannst du dich nicht auf den meisten auf den verlassen. Da habe ich ein Angebot. Sie hat einfach ein Angebot für mich. Ich weiß Moment, nicht. Moment. Dann hast du gesagt, du wirst von mir gebraucht. Ich werde von dir einfach gebraucht, Leute. Das ist immer noch crazy. Ich zitter. Ja, schon. Ja, er wird von mir gebraucht. So ist richtig. So ist richtig. Ja, okay. Wo ich das Buch gefunden habe, ist ja gerade unten im Keller. Okay, er geht rein. Wenn ich hier unten im Keller gehe, da war das Buch hier. Und
Wie gesagt, Leute, das war crazy. Warum höre ich jetzt ein Zombie und warum ist hier... Es ist halt einfach noch ein Buch hier. Oh, er ist unten. Nein. Leute, nein. Also ehrlich, wenn das nicht Mira ist, dann habe ich gar keine Ahnung. Jetzt habe ich die Titel hier nochmal verändert. Es kann nur Mira gewesen sein. Alter Pichter, der Wanderer. Ich muss kurz... Was? Ich bin jetzt der Verlorene, der Wanderer. Okay, Leute, jetzt lesen. Hallo. Okay, er liest jetzt das Buch, Freunde. Bist du nicht mehr so verloren. Dankeschön, Mira. Wie du dachtest, deine Interpretation für das Gemüsebeet war einfallsreich und genau das, ich was wollte. Leute, es war genau richtig, was wir gemacht haben. Nur ist der Sicherheit die rote Markierung aufgefallen. Welche rote Markierung? Da sollst du ein schönes Kirchblütenhaus hin. Mira, was? Okay, ein welches mir mein Augenmerk schmeichelt. Du brauchst diese Blöcke nicht zu besorgen. Okay, mir fällt das gar nicht auf mit diesem Schmeicheln. Das ist irgendwie, glaube ich, eine Schippe zu viel. Geht in die falsche Richtung. Okay. Ich fliege hinterher. Ich weiß ja, wo es ist. Das ist schon wieder so James Bond Sachen, Alter, wirklich. So, hier ist es ja direkt. Ey, der schluckt es aber auch einfach komplett, ne? Ich weiß gar nicht, wo ist er denn hingeflogen? Ich glaube, er kann nicht gut nach Koordinaten. Da ist er. Ich glaube, er muss es jetzt entdeckt haben. Ja, yeah, da ist er, da ist er. Ja, yeah, er hat es entdeckt. Okay, er geht rein. Okay. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu riskant, wenn ich da jetzt mitgehen würde, glaube ich mal. Oh, nee, das ist gar nicht gut. Oh, jetzt ist er erst ins Loch. Ich positioniere mich am besten wieder bei Miras Haus einfach. Ist jetzt egal. Ich glaube, er sammelt halt die Sachen einfach auf und dann ist gut so. Dann passt das. So, wo positioniere ich mich am besten? Moment mal. Ich muss jetzt wirklich schnell machen eigentlich. So, ich brauche nämlich kurz eine Schere. Und dann benutze ich diese Schere, um mich hier in den Baum irgendwie reinzubauen. Okay, anderer Baum. Schnell. Geht's da noch runter? Nee, warte. Ich mache das anders. Oh mein Gott, das ist schlecht. Wie komme ich da hin? Okay, Moment. Ich mache jetzt erstmal Taktik 1.0. Ich warte jetzt einfach, bis ich ihn höre. Okay. Wie knapp war das? Wie knapp? Ich werde jetzt ein komplettes Prismarinenhaus, oh mein Gott, Kirschblütenhaus machen. Okay, als erstes werde ich hier... Ich hätte das ein bisschen besser vorbereiten können, bin ich euch ehrlich gerade. Aber hier ist, glaube ich, so ein Berg. Okay, ich sehe ihn. Bam, 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 bam. Ruhe darf mich die sehen. Okay, Freunde. Das ist gerade so spannend. Oh nein! Moment, eigentlich könnte ich jetzt so als Kiro hier auch herkommen. Moment. Das wird gar nicht mal so auffällig sein. Ich gehe mal kurz da nach oben. Und dann werde ich mit der Elytra oder so ankommen. Und dann so sagen, hey, Pista, was machst du hier und so? Und ich schauspiele jetzt einfach, um mich wieder ein bisschen lustig zu machen darüber, dass er das halt einfach so schluckt. Oh, Moment. Pista, was machst du hier? Warte, Moment. Bam, 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 bam. Hä, Pista, was machst du hier? Bro. Hä? Ach, du meine Fresse, hast du mich erschrocken, Alter. Was willst du hier? Ich wollte gerade einfach zu Miras Haus nochmal gehen, um ein paar Sachen zu finden oder so. Weil ich bin gerade etwas Großem, glaube ich, auf der Spur, aber egal. Ach, wegen dem Rätsel? Welches Rätsel? Der im Livestream passiert ist. Meinst du den Rätsel? Ach so. Ja, also ich war da schon danach bei Miras Haus, da gab es nichts zu finden. Aber... Ja, kannst du kurz weggehen, bitte? Was ist los? Ich will gerne erstmal ein Haus bauen hier schön. Siehst du das nicht hier? So baust du hier ein Haus, Digga? Mach das doch auf der Hauptinsel, hä? Nein, hör mal so zu, wenn zum Beispiel, guck mal, du musst dir vorstellen, wenn ich hier unterwegs bin und mal übernachten möchte, möchte ich gerne so ein pinkes Haus haben. Verstehst du, wie ich das meine? Ein pinkes Haus? Ein pinkes Haus, hast du ein Problem damit? Nachdem du die Schattenkrieger-Base komplett dunkel gestaltet hast und... Was machst du da? Dachte, das sieht schön aus. Egal, sieht das nicht Mira schön aus. Mira lässt das zu, was du hier tust? Oder wie soll das aussehen? Ich weiß nicht, aber wie findest du das Haus bis jetzt? Ja, ist ein Kasten. Nein, es ist kein Kasten, das ist ein Haus. Leute sollen, also Leute sollen sich freuen, wenn die so ein Haus haben. Nein, gucke. Ja, wer soll sich denn freuen? Du bist doch der Einzige, der damit zufrieden sein muss. Ich meine, wenn Leute hier mal auch hier übernachten möchten, weißt du, so eine Wanderung und so, Leute, ach auch so, zum Beispiel die Villager. Ach so, eine Einweihungsparty.
Ja, ich mache noch eine Einladungsparty. Du bist auf jeden Fall eingeladen. Yeah, Alter, voll gut. Es ist echt schön, dass du so ein Haus baust. Warum lachst du? Es ist doch schön, dass ich so ein Haus baue, oder nicht? Ganz toll. Wird das noch fertig gemacht oder ist das jetzt fertig? Ich mach das doch gerade fertig. Bist du blind oder so? Gucke, ja, ich hab hier ein paar Häuser. Ja, das merkt man. Warte, kannst du das bitte mitnehmen? Dankeschön. Was ist das? Du kannst mir auch ein bisschen helfen, wenn du willst. Nee, ich glaube, du bist da auf was Großem an der Spur oder so. Ich nehme mir ein paar Karotten, ja? Hä, was meinst du groß an der Spur? Ich baue einfach nur ein Haus. Ja, das sieht wirklich gigantisch aus, was du hier machst. Echt? Echt jetzt? Ich nehme mir jetzt ein paar Karotten, ja, okay? Nein. Wieso nicht? Nein, diese Karotten müssen bleiben. Die Karotten müssen bleiben. Ja, ich pflanze die natürlich wieder nach. Nein, die Karotten müssen einfach bleiben. Spinnst du irgendwie? Wovon isst du? Was isst du? Geh einfach. Also, weißt du was? Die Karotten müssen bleiben, okay? Freunde, der dreht hier kannst du eine Karotte haben, wenn du willst. Aber die müssen auf jeden Fall bleiben. Okay, also das heißt, okay, dann gehe ich mal kurz in den Keller. Vielleicht ist da ja was Neues. Hast recht. Vielleicht gibt's da ja mittlerweile was. Hier, oh, stopp. Da Bro, ist was nichts. Ist denn jetzt schon wieder? Da, Mann. Ey. Warum nervst du mich überhaupt? Da ist nichts, Kiro. Bro, ich bin doch einfach nur hier ein bisschen am Rätseln. Vielleicht ist ja hier irgendwas in den Öfen oder so. Vielleicht da hier so nichts, in dem Kiro. Kühlschrank. Warum ist der Boden eigentlich matschig? Ist da? Ja, komm runter in den Keller. Okay. Ich sage, da ist nichts. Ja, warum hast du denn so eine Panik? Okay, ja. Ist doch auch nichts. Ja, ich weiß. Hier sind nur maximal so ein paar Bücher. Hier kannst du hier rein, da raus, hier rein, raus, raus, rein, kannst raus. Kannst du auch, wenn... Oh. Okay, das ist neu. Ja. Alles klar, komm mit. Ich lass die Finger davon. Ja, ich hab doch gesagt, lass die Finger davon, du bist einfach dämlich. Hey. Und du bist dir ganz sicher, dass Mira das okay findet, dass du hier einfach ihr Sichtfeld beschmutzt. Was heißt Sichtfeld beschmutzt? Bist du dämlich oder so? Hast du dir das Haus schon mal angeschaut? Was machst du da gerade für ein Dach eigentlich? Hör mir mal zu. Kann man das Dach nennen? Man kann das als ein Dach nennen. Ich bin nicht der beste Bauer, also soll ich mich jetzt... Ich mach das auch nicht mal für Mira, ich mach das für mich. Für mich selber, weil ich ein Haus haben möchte. Das ist einfach hier in Miras Bereich. Mira, also das ist Mira kleines... Also das ist mein Kind. Jetzt verstehe ich, das ist ein Josef-Haus. Oh, bitte. Josef. Nein, das ist kein Josefs Haus. Doch. Lass dir mal ein paar welche da, okay? Bitte lass es einfach, Kiro. Hä, alles gut. Ich lass nur ein paar da. Okay, also ich nehme jetzt ein paar Karotten. Na, aber weißt du was, Kiro? Mach es einfach. Ich muss jetzt los, ne? Ich muss jetzt ganz weg. Ja. Ich muss mal kurz ins Mira-Haus. Oh, darf ich mit? Nein. Das ist, ich will nur kurz was gucken. Das ist halt ja, okay, dann gehe ich halt jetzt. Tschüss. Alles klar, danke. Natürlich spioniere ich dem jetzt erstmal nach. So, was macht er jetzt? Ansonsten meint er sie zu mir, dass sie sich freut und dass sie ihre Augen schmeichelt. Also ich glaube schon, dass es ihre Augen schmeichelt, aber warum nervt mich Kiro die ganze Zeit? Irgendwie ist das so komisch, warum kommt er öfters hier? Egal, Mira wird alles sehen, Mira sieht alles und deswegen wird er auch irgendwann Kiro bestrafen, dass er mich so genervt hat. Aber also Leute, das Auge schmeichelt, also, würde ich jetzt mal nicht behaupten. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Also ich weiß nicht, ob der nächste Teil kommt oder also einfach vorbei ist und ich jetzt einfach wirklich der Diener bin oder jetzt wirklich der neue Admin wird. Ich habe meine Kontaktlinsen hier verloren, warte mal ganz kurz. Na, wo waren die jetzt? Wo waren die? Irgendwo hier unterm Tisch oder so? Ah, hab sie. Tschüss. Bin ich der neue Admin auch in der YouTuber-Info und ich werde einfach die kompletten Höllenkrieger. Hey. Rausschmeißen, damit ich Admin werde. Was? Aber Leute, danke schön, dass ihr bis hier geschaut habt. Würde mich sehr freuen für eine Bewertung. Okay, für die Aussage muss der nächste Prank richtig heftig sein. Irgendwas viel zu krasses, weil er frisst mich quasi aus der Hand als Mira. Also im nächsten Video, in dem nächsten Live, wenn das heißt Pichter. Also, okay, er macht Abmoderation. Aber Freunde, an der Stelle würde ich auch das Ganze beenden, weil, was laber ich eigentlich? Das wird eine XXL-Folge, das heißt, den nächsten Prank sieht ihr jetzt gleich einfach. Wie krass ist das denn? Okay, bis gleich. Und wir sind wieder zurück auf der Reise, dass wir Pisch da komplett wegpranken, meine Damen und Herren. Ich habe wieder krasse Sachen vorbereitet. Ich habe ein Buch wieder in meinem Inventar. Ich werde es euch gleich vorlesen und es ist...
Es ist, glaube ich, Grande Finale jetzt angekommen. Ich glaube, Pista wird sehr, sehr seelenzerstört sein, wenn er seine letzte Aufgabe jetzt erhält von Mira. Denn ich werde es nach diesem Rätsel auflösen. Ihr werdet es gleich lesen können. Ich gehe jetzt schon mal auf jeden Fall hier hin. Pista wird bestimmt auch noch hier dann sein. Also ich werde wieder darauf warten, dass er hier hinkommt. Er weiß ja, hier gibt es immer die neuen Bücher. Und jetzt... Ah, verdammt, hier ist ja gar kein Lesepult mehr. Aber ich habe jetzt zum Glück immer welche hier drin. In meiner Ender-Chest schnell wieder abbauen, nicht, dass irgendwas auffällig wird. So, und zwar habe ich hier niedergeschrieben, an Pista der Siegreiche, du bist nun nicht mehr verloren und nicht mehr am Wandern. Doch nun ist die Aufgabe, die dich zu meinem Admin-Helfer macht. Für dieses Buch gilt eine goldene Regel. Erst wenn du die Aufgabe erledigt hast, die ich dir gleich auftrage, darfst du die letzte Seite anschauen. Die letzte Seite ist Seite 5. Hier, Seite 3. Geh zu Koordinaten und nehme, was dort hoch oben versteckt ist. Vernichte, was du errichtet hast und werde mein. Dann ist hier nochmal eine Warnung, die letzte Seite nicht anschauen. Und die letzte Seite ist, haha, lol, Pista. Ich habe dich seit 3 Tagen geprankt, oh mein Gott, haha. Und ich glaube, ab da ist es dann komplett vorbei. Ich glaube, da ist er dann absolut im Bruch. So, jetzt nehme ich wieder meine Karotten hier. Und ich zeige euch, was ich da hingebaut habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mir so viel verdammte Mühe mache für einen dämlichen Prank. Aber sonst wirkt es halt nicht realistisch. Guckt euch das mal an! Ich habe hier einfach so einen Turm hingemacht. Ey, dieser Turm sieht tatsächlich besser aus als alles, was ich bis jetzt, glaube ich, gebaut habe. Ihr könnt das ja mal gerne in den Kommentaren bewerten. Aber wenn man hier in den Turm reingeht, läuft man die ganze Zeit erstmal hoch. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie extravagant gebaut oder so. Sehr viele Ressourcen hat es natürlich gekostet. Aber ich glaube, dafür ist es wirklich ein Banger. Und zwar, wenn er hier ganz oben ankommt, ist hier eine Kiste mit TNT. Und dieses TNT muss er dazu verwenden, um dann seine Sachen, die er gebaut hat bei Mira, zu zerstören. Das heißt, er muss das Haus sprengen und er muss das Gemüsebeet sprengen, wenn er so intelligent ist, um das zu schnallen. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Freunde, ich werde jetzt warten bei Miras Haus. Das ist ja hier nicht allzu weit weg. Da habe ich mir nicht so viel Mühe gegeben, dass es weit weg sein soll. Oh mein Gott, ich dachte, da fliegt gerade Pisch da. Ja, es ist eigentlich nur eine Biene gewesen. So, ich bin jetzt hier wieder in Miras Haus stationiert. Und mal schauen, ob Pisch da vielleicht sogar schon da ist. Sieht jetzt mal nicht so aus. Aber gut, Freunde, wie immer, ich warte jetzt auf Pisch da hier und mal schauen, ob er kommt. Ich sollte hier versteckt sein. Ich hoffe, dass ich hier versteckt bin. Warte mal, ich mach mal, ich hol mir so ein Fensterladen, dass ich dann hier einfach, ohne dass ich viel Geräusche mache, hier einfach direkt drauf kann. Das heißt, ich verstecke mich jetzt hier so, damit er nichts sehen kann. Und ich kann so ein bisschen spitzeln, ob ich ihn dann sehen werde. Freunde, er ist da. Bist du das hier? Oh, er pflanzt Karotten an. Ich jetzt endlich geschafft, Admin zu werden. Es ist jetzt mein Traum, wirklich Admin zu werden. Fertig. Oh ja, das steht so im Buch. Hab ich das alles jetzt geschafft, meine Damen und Herren? Okay, das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier direkt wieder runter. Okay. Easy. Machen dieselbe Strategie so wie immer. Bist du der Wanderer? Ich schreibe jetzt hier hin. Bist du der Verlorene? Er ist wieder halb, Freunde. Ey, wirklich, wenn ihr diese Prank-Serie so enjoyed habt, so wie ich, Alter, dann lasst auf jeden Fall einen richtig fetten Like da. Das hat nämlich so viel Arbeit und Vorbereitungszeit gekostet. Und ich brauchte natürlich jemanden, der das abgekauft hat. Und, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, das ist auch ein Buch von Mira. Oh mein Gott, Leute. Jetzt erstmal direkt lesen. Meine Damen und Herren, jetzt erstmal direkt lesen. Anpichter, der Siegreiche. Du bist nun nicht mehr verloren und nicht mehr am Wandern. Doch nun ist die Aufgabe, dich zu meinem Admin-Helfer machen. Ist er schockiert? Ist er schockiert? Oh mein Gott, ich bin jetzt Admin. Denkt er ist Admin? Eine goldene Regel. Erst wenn du die Aufgabe erledigt hast, die ich dir gleich auftrage, darfst du in die letzte Seite anschauen. Die letzte Seite ist Seite 5. Okay. Gehe zu... Okay, das sind die Koordinaten und nehme, was dort hoch oben versteckt ist. Vernichte was, was du erreicht hast und werde mein... Hast du es nicht richtig gelesen? Hast du eine Aufgabe erledigt? Falls nicht, blättere nicht weiter.
Oh mein Gott, Leute. Buch nehmen. Oh mein Gott, Leute. Ich hab's. Ich hab's, glaube ich, geschafft. Okay, ich muss jetzt gleich wieder ganz schnell weg. Buch nehmen. Okay. Eine siegreiche, zack, zack. 1592. Okay. 1592. Ich gehe schon mal zum Turm, Freunde. Ich gehe einfach schon mal ganz, ganz schnell hin. Er dürfte das nicht mitbekommen, wenn ich da einfach schon bin. Er ist nicht gut in Koordinaten fliegen, das habe ich letztens gemerkt. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Zack. Oh nein. Mach das schnell weg. So. Ich gehe jetzt hier rein und verstecke mich einfach ganz schnell irgendwo im Turm. Jetzt wird's extrem spannend. Grande Finale, Freunde. Es wird einfach. Oh mein Gott. Er ist schon da. Wie ist er schon da? Mein Gott, ich werde Admin, Leute, ich werde Admin. Ich werde Admin. Oh yeah. Ich darf nichts in der Hand haben. Oh yeah. Ich werde Admin. Ich habe das nicht durchdacht. Ich werde Admin. Was gibt's da? TNT. Und was soll ich machen nochmal? Und okay, nehme, er darf mich hier nicht sehen. Und oben versteckt ist und vernichte, was du erreicht hast. Und werde mein. Er darf mich hier nicht sehen. Wenn ich das kaputt mache. Mira, oh mein Gott, Mira wollte einfach nur zeigen, dass ich was kann. Okay, nee, ich kann da nicht raus. Ich dachte, ich kann hier raus. Okay, Leute, ich werde jetzt vernichten, was ich gemacht habe. Mein Gemüsebeet, mein Dingsda, Bumsda, alles drum und dran, was ich gemacht habe. Okay, okay. Ich werde alles vernichten. Er geht wieder. Wieso ist er so glücklich? Okay, klar, ja gut, er denkt, dass er atmen wird. Natürlich, ich wäre auch glücklich. Erstmal direkt fliegen. Okay, ich fliege ihn hinterher. Oh mein Gott, Freunde, Mission Impossible, was geht? Es geht richtig ab. Oh mein Gott, hier durch die Schlucht. Oh mein Gott, hier sind voll viele Emeralds. Das muss ich mir merken. Okay. Hier ist Miras Haus. Ich gehe rein. So. Habe ich hier eine gute Sicht? Ich glaube. Oh mein Gott, er hat schon das erste TNT platziert. Er dreht komplett durch. Moment. Ich brauche eine klare Sicht. Oh. Oh mein Gott! Er hat das Gemüse mitgesprengt! Und das Haus. Oh mein Gott. Okay, das Haus ist komplett weg. Das Gemüsebeet springt er auch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro, was? Moment, ich gehe da jetzt hin. So, ich tue jetzt so, als würde ich ihn wieder besuchen. Hä, Pischta, was machst du da? Hä? Kiro, was Bro, machst das du hast da? Du doch so mühsam aufgebaut letztens. Ja, alles gut. Es war nicht schön. Ich mache dann hier gleich alles nochmal neu. Ja, warte, das, was aber, ich gesagt habe, aber wieso machst du so? Ja, ist nicht schlimm, Bro. Ist nicht schlimm. Das ist halt also nur sehr wichtig für mich, weißt du? Okay, hast du neue Rätsel irgendwie gefunden im Haus? Nein, warum sollte ich? Warum sollte ich? Ja, das kann irgendwie... Lies mal die letzte Seite von deinem Buch. Woher weißt du mein Buch? Hab geraten. Ich würde grad so gerne dein Gesicht sehen. Du bist kein Admin, Bro. Ich hab's nicht Pischta? Pischta, lebst du noch? Bist du noch geistig anwesend? What the... Bro, nein. Alles fresh, oder Bro. Was? Digga, dein Ernst? Yeah, Bro. Das ist die Admin-Karotte. Mann, und ich hab das 3 Tage mitgespielt. Du hast das... Bro, du hast einfach... Oh mein Gott, du hast Miras Bereich so hässlich gemacht. Oh mein Gott, Bro, du hast es so hässlich gemacht hier. Also gut, da, als das Haus stand, war es ja auch schon so, aber jetzt ist noch schlimmer, Bro. Jetzt ist wirklich schlimm. Bro, ist das dein scheiß Ernst? Bro, ist das dein verdammter Ernst? Bro, ist das... Bro, wirklich? 3 Tage lang hast du mich deswegen... Bro, nein, Bro, es macht kein... Nein. Bro, und ich hab das 3 Tage wie so eine Marionette habe ich hinterher gespielt. Ja, richtig. Hast du mal gesehen, wie ich dich eigentlich in der Hand hab? So ergeht es jeden von euch. Die Höllenkrieger haben euch alle in der Hand. Ganz einfach. So weht der Wind. Bro, Kiro, es kann doch nicht wahr sein, dass du mich so verarscht hast.
Bro, es ist. Bro, ja, hoffentlich. Warte, gib mir das Buch. Gib mir mal das Buch. Ganz wichtig, ganz wichtig. Nein, ich geb. Nein, gib mal okay. her. Ganz wichtig, okay? So. Guck mal, ich hab's signiert. Jetzt ist es offiziell. Du bist Admin-Pischter. Du bist ein Admin-Pischter. Du hast plötzlich die Fähigkeit. Komm, / Kikiru, Alter, mach es. Trau dich. Es ist signiert. Das Buch heißt jetzt LOL. Das kannst du gerne deinen ganzen anderen Freunden zeigen oder so. Kikiru. Funktioniert nicht, Bro. Du hast mich so. Ja, normal, Digga. Ey, Mira, es ist nicht so, wie du es aus... Bro, nein, Mira. Warum sage ich, Bro? Mira, es tut mir... Warte, Mira, es sieht nicht so aus, wie es aussieht. Bitte, Mira, es sieht nicht so aus. Bro. Du kriegst so Ärger, Digga. Ich habe genau gesehen, was passiert ist. Mira, es... Nein, es sieht nicht so aus, Mira, bitte. Es sieht wirklich nicht so aus, wie es aussieht. Ich wurde verarscht. Eine unlogische Aussage. Wie eine unlogische Aussage. Ich wurde verarscht. Ich wurde veräppelt. Es sieht nicht so aus, wie es aussieht, ist eine unlogische Aussage in sich selbst. Mira, der hat einfach alles gestreckt bei dir. Was versuchst du da, mir zu erzählen, Püster? Mann. Ich... Kiro war... Nein, Kiro hat es... Nein, Kiro hat es gesprengt. Ja, Kiro hat es gesprengt. Ey, du sollst Mira nicht anlügen. Die mag das nicht, wenn man angelogen wird. Oh, Tote weg. Ich hoffe, du lernst daraus, Püchter. Ich wünsche dir viel Glück. Wo ist er hin? Ei. Verbannt. Verbannt? Weit weit weg. Oh ja, und das... auch du, Kiro. Was denn? Was fällt dir ein, dich als mich auszuwählen? Es tut mir sehr leid, Mira. Ich hab dir... Oh mein Gott! Ich hab doch nur Spaß gemacht. Das ist eine Warnung an dich. Und die letzte Warnung auch für alle anderen. Okay. Soll ich es den anderen Lass sagen? Lasst euch los nicht einfallen, euch als mich auszugeben. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, ich habe einfach gar keinen Totem mehr. Okay. Freunde, ja, ich habe auch ein bisschen Strafe bekommen, aber wo ist Pischter jetzt? Wo ist Pischter jetzt? Ich muss sofort weg hier. Oh mein Gott, Freunde. Was ist gerade passiert? Was zum Teufel ist da gerade passiert? Ey, und was ist das eigentlich für eine krasse XXL-Folge hier? Also es geht auch wieder über eine halbe Stunde, glaube ich, wenn ich das fertig bearbeitet habe. Ja, ich habe ja jetzt einfach Aufnahmen von 3 Tagen. Und die habe ich extra für euch jetzt bearbeitet und zusammengetragen und geschnitten und dies und das. Also lasst auf jeden Fall, wie gesagt, einen richtig, richtig fetten Like dafür, die komplette Aufarbeitung von diesem Video beziehungsweise von diesen ganzen Pranks gegen Pischter. Wo sind meine Hühner? Hallo? Wieso sehe ich nur eins? Hä? Meine Hühner sind alle weg. Hat das Mira zu verantworten? Ich hoffe nicht. So, ich nehme jetzt mal wieder ein paar Totems raus. Das war ein mega giga Prank. Wenn euch das aber gefallen hat, dann zeigt das auf jeden Fall mit einer positiven Bewertung. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall und haut die Glocke komplett kaputt. Wo auch immer jetzt Pischter ist.